Ja, guten Abend, Salam Alaikum. Mein Name ist Jalaluddin Riebler, ich bin der Vorsitzende der Royal Ottoman Society und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Herr Volker Czapke, Ehrenvorsitzender von der Preußischen Gesellschaft in Berlin und Brandenburg, ist heute unser Gast und hat sich den weiten Weg gemacht, von Berlin nach Ludwigshafen zu kommen. Ja, vielen Dank, Herr Czapke, dass Sie bei uns sind heute. Und lassen Sie uns gleich mit einigen Fragen beginnen, die uns fast auf der Zunge brennen, denn es geht um die deutsch-türkische Freundschaft. Und natürlich sind wir sehr bemüht, die Beziehungen zwischen diesen beiden Völkern zu verbessern. Und deshalb gleich meine erste Frage an Sie: Was denken Sie, müsste geschehen, um die deutsch-türkischen Beziehungen zu verbessern? Herzlichen Dank, dass Sie mich wieder eingeladen haben, dass ich wieder hier bei Ihnen sein darf, Ihnen beiden, Herr Riebler und Herr Aybek Efendi. Natürlich eine große Ehre und wann immer Sie beiden rufen, ist kein Weg zu lang, sondern ein kurzes, schnelles Vergnügen. Was müssen wir tun? Genau das, was wir heute Abend tun. Denn in der Vorbereitung auf den heutigen Abend habe ich auch mal nachgeguckt, was so im Auswärtigen Amt steht und in anderen Dingen. Oder mit meinen Freunden im Ruhrgebiet gesprochen. Das ist Dortmund, das ist türkisch. Das ist das Osmanische Reich, das ist Preußen und Türken, das ist ja eine Mischung einer preußischen Provinz und eben dem hohen Anteil auch an türkischer Bevölkerung. Wir müssen gar nicht viel machen. Wir dürfen uns noch nicht von den Dingen, die uns ärgern, beeinflussen lassen. Und Sie haben ja gerade so eine herrliche Passage aus der Sure, aus dem Koran vorgelesen, die ich natürlich noch nicht kannte. Aber wenn ich das wieder mit meinen Worten Friedrich des Großen oder Kaiser Wilhelm vergleiche, dann sind das ja doch immer wieder sehr ähnliche Dinge. Und das ist sicherlich auch die starke Verbindung allen politischen Irritationen zum Trotz, die uns einfach fest verklettet haben, durch nichts stören lassen. Es gibt ja dieses schöne, herrliche Erlebnis, als die Fußball-Weltmeisterschaft war in Deutschland. Solange die Türkei noch im Spiel war, hat natürlich ganz Dortmund türkisch geflaggt. In dem Moment, als die Türkei draußen war, das muss man sich mal vorstellen, haben die ganzen Straßen, wo die türkischen Geschäftsleute waren, die türkischen Händler waren, haben die in einer Nacht die türkischen Flaggen eingerollt und haben die deutsche Nationalfahne hingehängt. Welch ein schöner Beweis für eine gute, tolle, herrliche Wunderbar, Freundschaft. sehr schön die Geste, ja. Ja, da sind wir auch schon bei einem besonderen Thema, beim Fußball. Und ich glaube, wir erinnern uns alle, dass der Fall Özil sehr große Medienaufmerksamkeit erlangte. Ist er nun ein Deutscher, ist er nun ein Türke? Er kann schlecht beides sein, er soll sich entscheiden. Wie haben Sie diese Diskussion gesehen, Herr Czapke? Ja, war natürlich fast klar, dass diese Frage kommen musste. Unser Fußballnationalheld Özil ist einfach ich sage das hier einfach mal so, wie ich es denke und fühle, ist halt eine völlig doofe, überflüssige Geschichte, überflüssiger als ein Kopf. Denn ich sage Ihnen hier ganz klar und deutlich, wenn ich in seiner Situation gewesen wäre, nun werde ich nicht von Staatspräsidenten eingeladen, aber immerhin von ihnen beiden, ich hätte das genauso gemacht. Was meine preußische Seele dann sich allerdings in den Sekunden, wo ich diese Bilder sah, auch gewünscht hat, nicht gewünscht hätte, sondern gewünscht hat, also Mensch, wenn der jetzt in dem deutschen schwarz-weißen Trikot dahin gegangen ist. Denn in Deutschland weiß ja kein Mensch mehr, dass das schwarz-weiße Trikot unserer Nationalmannschaft, das sind die Farben Preußens. Dass dieser sehr dünn bedarfte Präsident des DFB, das nun völlig diesem fürchterlichen Mainstream-Gehorchen so aufgeblasen hat, das ist natürlich grauenhaft. Und wirklich einfach schlimm und durch nichts zu entschuldigen, aber er ist nun auch ein Teil der Vergangenheit. Und ich dachte oft an eine sehr große, herrliche Weisheit von Friedrich dem Großen, als er eines Tages mal durch Berlin ritt, waren viele Menschen vor den an die Wände geklebten Zeitungen und sagte: Oh Gott, was ist da los? Und die Menschen haben gesagt: Oh Gott, der König kommt, wir müssen die Zeitung schnell anders hinhängen und hochhängen. Sagte: Nein, nein, Kinder, es ist nicht hochhängen, nicht weghängen, hängt es tiefer, damit es jeder lesen kann. Und so hat sich diese Geschichte mit unserem, ja, sicherlich trotz dieser schmachvollen Minute ein unvergessener Held unserer Nationalmannschaft. Sie werden das sehen, je weiter wir von der Geschichte wir weg sind, da wird kein Mensch mehr drüber reden. Es ist schade, dass es passiert ist, typisch deutsch für unsere momentane politische Kulturlandschaft oder politische Landschaft, aber es ist sicherlich ohne Bedeutung und
wenn Herr Özil das jetzt hört, und Sie werden ihm das sicherlich zugänglich machen, dass ihn einer mit einer schwarz-weißen Krawatte immer noch für einen ganz großen Nationalhelden hinstellt, unvergesslich, mit unvergesslichen Spielen, wunderbar. Das toll. Denke ich auch, ja. Ja, wir haben auch in letzter Zeit, ich würde mal sagen, in den letzten Jahren beobachten können, dass die Türkei mehr einen unabhängigen Kurs anstrebt. Und zwar in kultureller, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. Einige Leute sehen das mit großer Sorge. Nicht zuletzt der NATO-Partner der Türkei. Wie sehen Sie diese Diskussion, Herr Çapkın? Ja, zunächst einmal bin ich ja ein sehr treuer und starker Verfechter der Charta der Vereinten Nationen. Und das ist ja ein wunderbares, herrliches Werk. Und die garantiert nun mal ganz simpel und einfach, dass die Nichtermischung in andere interne Angelegenheiten. Und in der Türkei wurde gewählt. In der Türkei gibt es eine Regierung, in der Türkei gibt es einen Staatspräsidenten. Und die Türkei als Staats- und Volk entscheidet natürlich zunächst einmal selbst, was sie will. Und braucht er sicherlich weder eine Anregung oder einen Vorschlag oder eine Androhung aus Amerika, noch erst recht irgendwelche klugen Vorschläge von uns. Und das ist sicherlich eine sehr spannende Entwicklung, die gerade in der Türkei passiert. Und das kann man mit vielen anderen Dingen, die es ja in Europa in ähnlichen Passagen auch gegeben hat, oder auch mit der preußisch-deutschen Geschichte, toll, herzlichen Glückwunsch. Ein sehr starker, sehr ernstzunehmender Partner an der eurasischen Grenze, ein wichtiger Partner, ein strategisch wichtiger Partner auch für Deutschland. Das hat ja unsere Frau Bundeskanzlerin an vielen, vielen Stellen auch immer wieder klargemacht, bis hin zur strategischen Partnerschaft, den strategischen Verträgen über die Flüchtlingskrise. Also wenn man mal dieses ganze politische Geschrei einfach weglässt und sich auch anguckt, was heutzutage offiziell veröffentlicht wird von unserem Außenamt, dann ist das alles wesentlich besser, als wir das leider Gottes täglich immer noch in den Zeitungen und Medien lesen müssen. Ich mache mir da keine Sorgen. Das ist eine tolle Freundschaft. Ja, beim Thema Freundschaft sind natürlich einige Leute auch am Überlegen zu den Wesenszügen der Preußen und zu den Osmanen bzw. Türken. Ist es, dass hier auf einer bestimmten Ebene gemeinsame Charakter- oder Wesenszüge bestehen, die diese beiden Völker zueinander zugetan sein lassen, will ich mal so sagen. Ja, nun wissen Sie ja beide, dass ich weder ein Historiker noch Philosoph noch Psychologe bin, aber allein aus dem Gespräch, was wir heute Abend schon führen konnten, in so einem schönen, herrlichen Kreise hier bei Ihnen, gibt es sicherlich sehr, sehr viele Dinge, die sowohl aus den beiden großen Weltreligionen kommen, als auch im ganz normalen Leben zu Zeiten des Osmanischen Reiches oder zur Zeit des Königreiches Preußen, die ja von Anbeginn, denn es waren immerhin die Vertreter des Sultans des Osmanischen Reiches, der sofort 1701 als erster der damaligen Weltmächte und europäischen Mächte nach Berlin gereist ist, um zu gratulieren. Und seitdem besteht diese Freundschaft. Die ist ja nur ein witziges Mal im Zweiten Weltkrieg für einen kurzen Moment unterbrochen worden. Aber wir sprechen hier über einen Freundschaftszeitraum, über einen engen Freundschaftszeitraum, den man ja fast so nicht wieder in Europa findet oder in vielen anderen Bereichen der Welt, hat er gehalten. Wir waren Waffenbrüder, wir waren alles. Und sind bis zum heutigen Tage engste Freunde. Jetzt hat man ja auch in den letzten Jahren beobachten können, dass die Türken, die Türkei, auch die Regierung mehr über einen Sultan widerspricht und sich ihrer Vergangenheit besinnt, während in Deutschland die Monarchie als solche kaum mehr vorkommt. Wie erklären Sie sich das? Ja, das, ich weiß nicht, wie klar und deutlich das ich hier sagen darf, aber wenn Sie sich angucken, was in Deutschland passiert ist, als ich noch zur Schule ging, da sprach man ja noch drüber, heute ist das ja auch schon wieder diesem herrlichen Zauberwort Political Correctness geschuldet und geopfert worden. Zu meiner Zeit sprach man noch ganz klar über eine American Re-Education, also eine ganz bewusste, tagelenkte und geleitete amerikanische Umerziehung, wo weder Churchill mitgebracht hat, noch die amerikanischen Präsidenten, dass wir das auch wieder so gut machen, so perfekt, diese Umerziehung, bis hin zur Veränderung unserer Geschichtsbücher, unserer Deutschkunst und so weiter und so fort.
Aber was wir gerade in der Türkei erleben, das schlummert in uns. Das ist nicht völlig weg. Und wir haben ja gerade auch schon von dem Überfall von Napoleon gesprochen. Da war ja Preußen ja weniger Tage und Stunden platt wie eine Briefmarke. Nur 6, 7 Jahre später stand es wieder auf. Und es hat eben gute und notwendige Reformen gegeben, die wir bei uns auch alle dringend brauchen. Und Sie wissen beide, dass ich damals 1996 bei der noch immer wunderbaren, herrlichen Stimmung in Deutschland, in Berlin, es war ja ein wunderschönes Erlebnis, diese Wiedervereinigung, da haben wir über alles gesprochen und nicht über Preußen. Da habe ich gesagt, eine Partei gründen kann ich nicht, aber wenigstens, ich habe nichts weiter getan als Sie, aber Effendi, ich habe gesagt, hier bin ich und hier stehe ich, habe eine schwarz-weiße Flagge in die Hand, eine preußische Gesellschaft. Ich bin ja genauso für beschimpft worden wie Sie beide, aber immerhin sind wir jeden Tag einen Schritt weiter. Ja, damit käme ich eigentlich zur letzten meiner Fragen, Herr Czapke. Und zwar, wenn wir jetzt die beiden Länder betrachten, Deutschland und die Türkei, was könnte Deutschland tun, um die Position der Türkei zu erleichtern? Und was könnte umgekehrt geschehen, um also in Deutschland einige Dinge zu bewegen, die die Türkei beeinflussen kann? Was hätten Sie da für Gedanken bzw. Vorschläge? Also wenn ich einfach davon ausgehe, dass ich jetzt hier bei Ihnen in Ludwigshafen sitze und wir über diese Themen sprechen, dann tun wir damit schon sehr, sehr viel. Und wenn ich meine eigene deutsche Seele betrachte, dann müssen wir einfach wieder den Mut haben, auch den Medien zu widersprechen. Denn in Vorbereitung auf den heutigen Abend hier habe ich natürlich mit vielen Freunden, mit der Botschaft, der türkischen Botschaft, mit meinen Freunden der Militärabteilung der türkischen Botschaft, sehr übrigens einen wunderbaren, tollen, phänomenal tollen Botschafter in Berlin, wunderbarerweise, der die deutsche Seele sehr gut versteht. Also unterhalb der medialen Bühne oder ja, unterhalb der medialen Bühne ist ja die Freundschaft unzerstört, unverbrochen. Man sieht das auch an den offiziellen Aussagen des Auswärtigen Amtes. Ich habe mir das heute nochmal durchgelesen. Auch im Handel und Wandel sind wir immer noch gut. Wenn man sich dann auch vorstellt, dass etwas anderes sehr, sehr Gutes gerade in Deutschland passiert oder auch nie abgehebt hat, das Land, was am zweitmeisten Studenten nach Deutschland schickt, neben China, das ist die Türkei. So, und wenn man sich das vorstellt, dass so viele junge Menschen, junge Türken hier bei uns in Deutschland und in Berlin sind, dann mache ich mir über das, was kommen wird, keine Sorgen. Weil das ist ja inzwischen schon die dritte, vierte, nein, fast die vierte und fünfte Generation Türken, Deutsch-Türken, Türkisch-Deutsche, die in Berlin sind, die in Deutschland sind, im Ruhrgebiet sind. Und solange ich mit einem Taxifahrer, einem türkischen Taxifahrer, der natürlich immer erst erschrocken zusammenzuckt, wenn ich ihn frage, wo kommst du her, und dann mich aber über Fußball und Preußen streiten und fetzen kann, herrlich, alles in bester Ordnung. Der IBG Fendi hat auch einige Fragen an Herrn Czapke und damit übergebe ich das Mikrofon. Nochmal herzlich willkommen bei uns hier in Royal Ottoman Society, Herzlichen Herr Schapka. Meine Frage wäre erstmal, besteht die deutsche Kultur noch? Wie viel Prozent? Ja, das tut sie. Nochmal, wenn man mal für einen Moment einfach alles das ausklammert, was jeden Tag geschrieben und gesagt wird, dann besteht sie. Ich nehme sie nach Berlin mit. Ich meine, es gibt natürlich auch Bereiche, wo über die Kriminalität gesprochen wird. Und da wird dann in den Medien immer gesagt, das sind die türkischen Clans und türkischen Familien. Aber wir haben genauso viele andere Familien aus New York, aus weiß der Himmel, aus Italien. Das ist schade, dass das immer wieder noch so missbräuchlich stigmatisiert wird. Aber ganz abgesehen davon, es gibt ja auch in Berlin und im Ruhrgebiet und in vielen anderen Stellen deutsch-türkische Vereine, deutsch-türkische Gesellschaften. Es werden wunderbare Sachen an ihrer Botschaft in Berlin gemacht, kulturelle Sachen. Und die Kulturbrücke zwischen dem Osmanischen Reich der Türkei und Deutschland ist eben so stark, dass sich sogar der allgemeine Mensch oder der so belächelte allgemeine Mensch auch von den Medien sich da zum Glück nicht von irritieren lässt. Özel ist, weil es eben so eine bekannte Figur des öffentlichen Lebens war, sehr schade und sehr traurig, war genauso überflüssig. Aber ansonsten auch mit dem Hinweis, dass wir so viele türkische Studenten haben, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Und wir tun ja gerade auch etwas sehr Wichtiges dafür, dass es weitergeht in der Zukunft. Also meine zweite Frage wäre also, man redet ja hier über deutsch-türkische Freundschaft. Ja.
sozusagen ewige Freundschaft. Das wollen wir auch hoffen, wünschen wir uns auch. Aber die letzten Zeiten also wird über Türkei in Deutschland also nur Schlechtes geredet und unser Staatspräsident Erdogan wird als Diktator bezeichnet. Was denken Sie darüber? Ja, da kann ich Ihnen nur den Rat von Friedrich dem Großen von Bismarck und Moltke geben, einfach abschütteln. Das ist einfach Quatsch. Denn wenn das stimmen würde, dann kann ich Ihnen jetzt, so lange reicht die Zeit nicht, 20, 30, 40, 50 Staaten aufzählen, mit denen wir dann überhaupt nicht mehr reden können. Was, ich meine, ich kann dann nicht über die Türkei schimpfen und schicke 600 Panzer nach Saudi-Arabien. Ja. Wir nannten das bei uns im Dorf, das ist Bewusstsein beschalten oder schizophren, das geht nicht. Und deswegen, es ist zwar traurig und überflüssig und sehr schade, aber das berührt und erschüttert nicht unsere Freundschaft, da bin ich felsenfest und überzeugt. Und man merkt das ja gerade sowohl bei Ihrem Staatspräsidenten Erdogan als auch in unserer Regierung bis hin zu unserem Außenminister. Sigmar Gabriel hat ja wunderbare Arbeit geleistet, auch als Außenminister, indem er sich immer mit seinem türkischen Kollegen getroffen hat. Das sind gute Dinge, auch mal zusammen auf der hohen Ebene spazieren gehen, Tee trinken. Und ich finde, die Frage heute gestellt, hat sich das doch in den letzten halben, dreiviertel Jahr deutlich wieder geändert. Es wird wieder entspannter und es wird wieder viel normaler, denn wir haben so viele Krisenherde auf der Erde, dass wir alle schön hellwach bleiben müssen, damit uns das nicht alles unkontrolliert um die Ohren fliegt. Ich danke Ihnen sehr für die Antworten. Ja, damit kommen wir zum Ende unserer Fragen. Vielen Dank, Herr Czapke und Ivy Gefendi. Und damit beenden wir dieses Interview, bevor wir uns jetzt in den Abend begeben mit dem Vortrag, den Herr Czapke vorbereitet hat. Und ich denke, wir freuen uns alle sehr darauf. Ja. Dankeschön.